Nächster Redner von der ÖVP, Norbert Sieber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Minister, Herr Minister, Hohes Haus. Die SPÖ schreibt in ihrem Antrag 214 in ihrer Begründung, das Modell der Altersteilzeit ist ein Erfolgsmodell. Ja, das stimmt auch so. Die Altersteilzeit ist tatsächlich ein Erfolgsmodell. Das sieht man auch an den Kosten dieses Modells, die vom Jahr 2016 mit 320 Millionen auf 430 Millionen im Jahr 2017 angestiegen sind. Es ist also absolut akzeptiert und ein beliebtes Modell. Das ist auch kein Wunder, denn fairerweise müssen wir auch dazu sagen, dass dieses Modell im Durchschnitt mit 13.000 Euro pro Jahr und Fall subventioniert wird aus dem Steuertopf. Das ist eine Summe, die durchaus wirklich bemerkenswert ist. Was versuchen Sie also mit Ihrem Antrag? Warum wollen Sie etwas reparieren, das so gut funktioniert, fragt man sich. Sie versuchen, das akzeptierte Einvernehmensmodell außer Kraft zu setzen und es zu ersetzen durch einen Rechtsanspruch. Wir lehnen das ab aus verschiedenen Gründen der betrieblichen Planbarkeit und wir lehnen es vor allem aber auch deswegen ab, weil wir das Miteinander von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sehr schätzen. Sie versuchen auch, das Budgetbegleitgesetz 2018 rückgängig zu machen. In diesem Budgetbegleitgesetz passen wir schrittweise das Antrittsalter an in die Altersteilzeit bei Frauen von 53 auf 55 Jahre an und bei Männern von 58 auf 60 Jahre. Warum tun wir das? Warum tun wir das? Die Altersteilzeit ist auf 5 Jahre begrenzt. Wenn nun also der besagte Kollege vom Herrn Keck mit 58 in die Altersteilzeit einsteigt, dann wird er mit 63 in die Frühpension gehen müssen und das mit allen Abschlägen. Und das wollen wir den Arbeitnehmern nicht zumuten. Wir schließen hier also dieses Cap von 2 Jahren, damit die Altersteilzeit mit 5 Jahren durchgängig schlussendlich in die Alterspension hineinführt. Meine lieben Kollegen von der SPÖ, ich würde Ihnen eines raten. Legen Sie die ideologischen Scheuklappen bitte ab. Behalten wir den Kopf zwischen den Ohren und schalten wir den Hausverstand ein. Wir tun das und lehnen diesen Antrag deswegen auch ab. Die Altersteilzeit werde pro Person mit 13.000 Euro jährlich aus dem Steuertopf subventioniert, führt Norbert Sieber von der ÖVP aus.